Hallo allerseits. Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Figur mit dem Geodreieck an einer geraden Linie spiegelt. So, die Figur, um die es geht, ist dieses blaue Dreieck. Und ich möchte es gerne an der roten Linie spiegeln. Die rote Linie ist also die Spiegelachse oder Symmetrieachse. Dafür benutze ich ein Geodreieck. Das Geodreieck hat selber eine Symmetrieachse, nämlich diese Linie hier in der Mitte. Und das Wichtigste ist, dass ich jetzt das Geodreieck so hinlege, dass die Symmetrieachse des Geodreiecks ganz genau auf der Spiegelachse liegt, an der ich die Figur spiegeln möchte. So, dann schaue ich die erste Ecke meines Dreiecks. Wie weit ist die von der Spiegelachse entfernt? Das sind 4,5 cm. Also zeichne ich jetzt bei 4,5 cm die Ecke auf die gespiegelte Seite. Jetzt wandere ich mit dem Geodreieck runter und bleibe aber genau auf der Spiegelachse. Jetzt schaue ich mir die zweite Ecke des Dreiecks an. Hier, die ist bei 0,6 mm. Da markiere ich die zweite Ecke. Und jetzt brauche ich noch die dritte Ecke. Aber jetzt kann ich bei dem Geodreieck die Spiegelachse nicht mehr so gut anlegen, weil jetzt die rote Linie so kurz ist. Ich drehe es also um. Jetzt kann ich die Spiegelachse, die Symmetrieachse des Geodreiecks wieder schön auf die rote Linie legen und kann ablesen, dass der dritte Punkt des Dreiecks bei 4,6 mm ist. Da mache ich mir also auch eine Markierung. So, jetzt habe ich drei Punkte, die gespiegelten Punkte, der Eckpunkte des Dreiecks. Und jetzt verbinde ich diese drei Punkte mit geraden Linien. Und jetzt habe ich das blaue Dreieck an der roten Linie gespiegelt und das graue Dreieck erhalten.